Beim Waschen hat mich auch noch nie jemand beobachtet. In der nächsten Viertelstunde soll es um meine Alltagshygiene gehen. Wo ich mein Wasser hole und wie ich den Hund wasche, habe ich dir übrigens in diesem Video verlinkt. Also gib dir den Stoff bis zum Ende. Viel Spaß! So, ihr Lieben, das ist des Kaisers Stuhl. Die Bezeichnung des Kaisers Stuhl hat schon Kultcharakter, weil mir vor 10 Jahren etwa ein alter Freund aus Hammelbach die erste Toilette geschenkt hat. Das war noch so eine alte Kiste, die er selber gebaut hat, und da hat er dann des Kaisers Stuhl drauf geschrieben. Deshalb hat diese Bezeichnung mittlerweile echt einen Kultstatus. Ja, und hier geht's rein zur Toilette. Da hängt die Hausordnung. Es muss natürlich alles auch ganz schick und ordentlich sein und sauber sein, wenn Gäste kommen. Und manche sind da ein bisschen pinzig. Deshalb habe ich das alles ein bisschen sauber gemacht. Und da hängt auch wieder ein Wasserkanister, da kann man sich die Hände waschen. Und da liegt etwas zum Händewaschen und also auch eine Bürste und so. Ja, wie ihr sehen könnt, da hinten stehen jede Menge Sägespäne. Und die kommen nämlich dann auf die Exkremente, nachdem man die Toilette benutzt hat. Und Holz hat so einen hohen Kohlenstoffanteil, dass alle Gerüche neutralisiert werden. Das Toilettenpapier kommt übrigens auch direkt mit in die Toilette rein. Da sage ich meinen Leuten, die möchten bitte immer nur 3 bis 4 Blätter Toilettenpapier benutzen. Und ja, das ist für manche nicht ganz so einfach. Manche, die werfen dann ja eine halbe Toilettenrolle da rein. So viel Papier wird hier natürlich nicht verbraucht. Das ist aber fast schneller zersetzt als die Exkremente selber. Einen schöneren Ausblick von einer Toilette aus kann man, glaube ich, nicht haben. Und hier hinter der Toilette hängt ein selbstgebauter Filter, wo meine Gäste ihre Zahnpasta reinspucken können nach dem Zähneputzen. Der Filter ist gefüllt mit einem Stück Stoff, was unten am Auslass sitzt. Und dann habe ich da so natürliche Sachen reingetan wie Moos, Kies und Sand zum Filtern, damit das da nicht auf dem Waldboden landet. Ich selber brauche das nicht. Ich tue da nur Brauchwasser rein, was jetzt verschmutzt ist, weil ich zum Zähneputzen Natron verwende. So, hier ist ein zweiter Kompost neben den Küchenabfällen. Und da kommen dann die Exkremente aus der Toilette rein. Da schütte ich dann meistens noch ein bisschen Asche drauf. Und das riecht überhaupt nicht. Das ist keineswegs unangenehm. Und so nach einigen Monaten hat sich das völlig zersetzt. Hier ein kleiner Rückblick, wie ich die letzte Toilette gebaut habe. Das Fundament war eine Palette. Dann habe ich die Seiten hochgezogen aus Vierkanthölzern. Dann habe ich alte Sperrholzplatten an die Seiten geschraubt und oben ein Schindeldach drauf gemacht. Zack, war das Ding fertig. Weil Ordnung auch bei der Toilette eine ganz wichtige Sache ist, habe ich eine kleine Anleitung fürs große Geschäft geschrieben. Erstens, Deckel der Toilette öffnen, Geschäft verrichten. Zweitens, möglichst wenig Papier verwenden und nach dem Abputzen in die Toilette geben. 3 Blätter genügen. Drittens, 2 bis 3 Händesägespäne aus dem Holzgefäß über dem Geschäft verstreuen. Viertens, Toilette mit dem Deckel verschließen. Dies ist eine Trockentoilette. Nasses wird draußen verrichtet. Gute Geschäfte. Da habe ich so ein kleines Bänkchen gebaut aus Abfallholz und einer Marmorplatte, die ich auf dem Schrott gefunden habe. Da kann ich dann immer schön so eine Schüssel draufstellen, wo ich meine Handtücher oder Wäsche wasche. Den Kanister befülle ich mit Regenwasser, das ich über diese
Plastikleitung aus der Regenrinne beziehe, die ich selber gebaut habe. Und die habe ich ganz einfach gebaut aus Holzleisten im 90-Grad-Winkel zusammengeschraubt, ein Loch reingebohrt und dann habe ich das Ganze mit so Scharnieren am Dach aufgehängt, einfach festgeschraubt. Und die Leitung, die habe ich aus einer 1 mm starken Plastikplatte gebaut, die ich mit einem Heißluftföhn zu einem Rohr geformt habe und dann einfach mit Heißluftkleber, mit Heißkleber verleimt habe. Ich wasche mich genau so, wie die Menschen sich früher auch gewaschen haben. Da gibt es hier ganz einfach einen Waschlappen, der wird dann nass gemacht. Eine Dusche habe ich nicht, die habe ich auch nie gebraucht. Den Waschlappen, den salbe ich ein bisschen ein. Und dann gibt es da eine Katzenwäsche mit. Beim Waschen hat mich auch noch nie jemand beobachtet. Ist ganz einfach und gut.
benutze nur Kernseife, die ist biologisch abbaubar. Ich wasche mich so am ganzen Körper so zweimal die Woche. Mehr brauche ich nicht. Ich habe mich als Kind schon ungern gewaschen. Und meine Haut ist dadurch auch viel besser geworden. Man muss sich nicht jeden Tag duschen. Völlig überflüssig. Ist nicht gut für die Haut. Und es verbraucht weniger Wasser, wenn man sich nicht so oft wäscht. Alles Quatsch. Das Waschwasser kann man auch gleichzeitig für mehrere Sachen benutzen. Um den Tisch zu reinigen. Geht alles, wenn man will. Muss man nur wollen. Sind die Heidelbeeren runtergefallen. Gerade sind die Heidelbeeren hier hinten runtergefallen. Da ist auch mal die Maus hergelaufen, hat da hingekackt. Die Heidelbeeren werden nicht weggeschmissen. Die werden schön gewaschen gleich und dann werden die wieder gegessen. Ja, so ist das. Wird nichts weggeschmissen. Ist wie im Krieg früher. Hart, aber ehrlich. Und so sehe ich aus, wenn ich frisch gewaschen bin und die Haare geschnitten sind. Richtig krank war ich übrigens in den ganzen Jahren, in denen ich jetzt hier draußen wohne, noch nicht. Trotz meiner hygienischen Eskapaden. Und mach jetzt. Thank you.